Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem wöchentlichen Reset. Es ist Woche 24, der Song des Wunsches. Und aktuell kann man immer noch das kleine Add-on ins Licht spielen. Zudem gibt es ganz viele neue Sachen, die immer wieder Woche für Woche reinrutschen hier. Erstmal kam jetzt mal wieder ein Patch, ja. Der war ungefähr 139 MB groß. Wurde aber installiert, indem man halt dem Spiel joint. Also kein nix externes irgendwie, dass da irgendwas kopiert werden musste, großartig. Also das war recht fix, sag ich mal so. Dann Pantheon gibt's den Gegner Rulk irgendwie jetzt diese Woche. Dann gibt's die Stunde Null Kampf ist wiedergekommen, kann man spielen. Dann gibt's doppelte Prämien in der Dämmerung. Dann gibt's Food Boost. Dann gibt's irgendwie Unpi Heritage Mons irgendwie. Da kannst du $10 spenden, da kriegst du irgendwie ein spezielles Abzeichen. Hab ich aber was vergessen noch? Ich hoffe nicht. Wenn ja, sorry dafür, aber es kam jetzt eigentlich rein. Also wie gesagt, wenn ihr in dem Spiel joint, dann seht ihr das ja auch alles. Dann kommen ja die ganzen einzelnen Infofenster rein. Aber es ist schon einiges. Einiges geschehen diese Woche. Ich habe so gut wie immer noch keine Zeit zu zocken, aber naja. Ich habe echt eine Woche jetzt kein einziges Mal Destiny gespielt. Aber es liegt auch daran, dass ich einfach wirklich keine Zeit hatte und einfach Bock auf andere Spiele. So, wir gehen jetzt erstmal zu Test. Gucken erstmal danach, was da neu ist diese Woche. Da muss man ja eh jede Woche mal hin, ne? Weil hier gibt es immer Glanzstaub, was man mitnehmen muss. Simon Glanzstock gibt es immer umsonst, auf jeden Fall mitnehmen. Wenn ihr es nicht macht, wäre es halt verschwendet, wäre auch doof dann. Also auf jeden Fall mitnehmen. Dann haben wir hier einmal Entfesselt-Geste für 3250 Glanzstaub hier einmal. Ja, geht so, ist viel zu teuer. Dann einmal Zugreifung für das ungeliebte Waffenament für Geliebte, oder für Geliebt, so. Sieht aber auch eher lame aus als gut. Dann hier einmal Stasis-Ankunft-Teleport-Effekt, 450 Glanzstaub hier einmal. Auch nichts Besonderes. Dann habe ich hier einmal geölte Guss-Zinn-Bronze-Shader für 300 Glanzstaub einmal. Das sieht ja ganz cool aus mit meinem Char. Also auch immer Geschmackssache, ne? Dann hier einmal Rauchgrau-Shader für 300 Glanzstaub. Auch okay, würde ich sagen. Ja, das war die erste Seite. Wie gesagt, guckt auch allgemein hier mal alles an. Vielleicht sind da irgendwelche tollen Angebote, die ihr vielleicht mitnehmen möchtet. Ja, vielleicht für echt geht oder auch nicht. Das ist immer natürlich selbst jedem überlassen. So, gehst du den Müll rausbringen für 700 Glanzstaub hier einmal. Na toll. Dann hier einmal Reif der Wechselseitigkeit. Und wie ihr seht, das Warlock-Ornament gibt es natürlich auch das Pendant zum Titan und zum Jäger für 1200 Glanzstaub hier einmal. Wer Bock drauf hat. Dann hier einmal mehr Bandhülle, Geisthülle für 2850 Glanzstaub. Ja, braucht man nicht ausgeben. Sieht noch nichts aus. Dann hier einmal umgestaltete Formenschiff hier für 2000 Glanzstaub. Das kann man sich vielleicht mal überlegen. Das passt ganz gut zum Warlock, wie ich finde. So ein Scharschiff. Wandererwagen, Transportmittel für 2500 Glanzstaub. Ja, ist auch nichts Besonderes, kann man sich auch schenken eigentlich. Dann hier einmal die Food Mutprobe für Pik Ass Einwaffenornament, 1250 Glanzstaub an Kosten hier. Das kann man sich vielleicht überlegen, das ist eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Mehr dann aber auch nicht, das kann man sich überlegen, mehr auch nicht. Und jetzt alle zusammen, Geistposition für 1500 Glanzstaub hier einmal. Dann hier einmal wiederbelebter Schatten, 450 Glanzstaub hier einmal an Kosten, der Teleporteffekt. Oh, komm, nehme ich den mit? Ja, komm. Ich habe 7 Glanzstaub umsonst gekriegt. Komm, da fehlt auch eine Sammlung. So, blinder Griff hier einmal, Teleporteffekt hier einmal, 450 Glanzstaub hier einmal. Dann einmal führendes Licht hier einmal, Teleporteffekt, 450 Glanzstaub. Dann hier noch die Shader einmal, strahlender Charott, glaube ich, heißt das. Glaube ich, ist das richtig, Charott? Ja, keine Ahnung. Dann königliche Behandlungsshader hier einmal. Oh, sieht auch ganz fein aus. Dann hier einmal noch Wein des goldenen Zeitalters. Ja, haben alle sehr viele lila, dunkle Töne und so. Das ist ganz cool. Tiefsee-Ausflug hier haben wir der Shader. Und wie gesagt, alle Shader kosten 300 Glanzstaub. Ja, das war Test. Wie gesagt, Empfehlungen gibt es noch nicht hundertprozentig, weil es war alles eher so okay, mehr dann aber auch nicht. Und viele Sachen waren einfach nur langweilig. Ist leider so. So, wenn ihr neu dabei seid, dann guckt natürlich auch bei Banshee vorbei, weil da gibt es auch Waffen, die ihr vielleicht eventuell gebrauchen könnt. Ob die jetzt ein Godroll bei ist und so, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe ja die App Kleines Licht installiert. Da könnt ihr ja sehen, ob das halt für PvE, PvP oder Godroll ist, ja, so ungefähr. Und hier, das kann ich, da gehe ich jetzt erstmal so durch. Flüsternde Platte, hier einmal Kampfbogen diese Woche, dann Zeitachsen, Vertex, Fusionsgewehr, dann einmal Pekula, Handfeuerwaffe, Ungleichheit, Impulsgewehr und einmal Pulmira B, Raketenwerfer. Wie gesagt, ob da jetzt irgendwie ein guter Roll dabei ist, weiß ich nicht. Aber wenn ihr neu dabei seid, sonst holt die Waffe einfach und testet sie aus. So, müssen auch noch zu Ada One gleich, weil gut geschützt ist gut exotisch. Da gibt es dann nämlich, wie gesagt, ein bisschen Stunde 0 rein und perfektionierter Ausbruch holen. Für mich ist das Problem halt, also wenn ihr neu dabei seid, ist natürlich geil. Für mich ist das Problem natürlich da, dass es alles alte Sachen sind, die ich schon damals zigmal gespielt habe. Ne? Und
hier, das, die Waffe, die ist da, die da droppt, die habe ich auch schon, aber da gibt es natürlich dann einen Cut für, aber das Problem ist halt, für mich, die Waffe gibt es dann einmal hier, ja, für mich ist das Problem halt, dass ich hier halt immer wieder das gleiche spielen muss und da habe ich aktuell gar keinen Bock drauf. Sag ich ganz ehrlich, das ist halt für mich sehr anstrengend und deswegen ist es für mich eher nervig. Es gibt natürlich auch Verbesserungen bei der Waffe und auch vielleicht Cut extra, ich weiß nicht genau, was da alles gibt, ist ja wie mit der Whisper so ungefähr. Aber ich habe da keine Lust zu, weil das ist alles alt. Das kenne ich schon alles und da ist mir einfach die Lust vergangen, das nochmal irgendwie 100 Mal zu spielen, weil ich das halt schon 100 Mal gespielt habe. Das ist leider so. So, das nehmen wir natürlich trotzdem mit einmal hier, um zu sehen, was dann abgeht hier. Schieße die exotische Mission Stunde 0 ab. Du kannst die Mission vom ins Licht Substream in Navigator aus starten. Okay, ja, ob ich das irgendwann nochmal mache, muss ich mal gucken, aber aktuell erstmal nicht. Wie gesagt, keine Zeit. So, hier haben wir einmal Würnetz Handschuhe hier einmal, 250er Wert, 56er, 47er, 52er Wert, also schlechtes Set. Ich weiß nicht, wie das beim Jäger und beim Titan aussieht, müsst ihr selber nochmal gucken. Materialtausch haben wir auch. Satu Stamm Shader für 10.000 Glimmer dieses Mal hier. Ja, sind auch ganz hübsche Shader bei, auf jeden Fall, die könnt ihr alle mitnehmen, weil es kostet 10.000 Glimmer. Blumen von Io hier einmal, der Shader, auch okay. Dann hier einmal noch neue Monarchie Diamanten, ja, das hat auch noch was, würde ich sagen. Das kann man sich auch überlegen. Dann nicht vergessen, ja, hier fängt die Quest wieder an, wo ist Archi wahrscheinlich wieder diese Woche. Ja, hier, da könnt ihr dann hier einmal die Quest beginnen, Pfotenabdruck untersuchen, das mache ich jetzt natürlich nicht, weil ich noch ein Video aufnehmen muss, mache ich aber erst morgen. Wie gesagt, könnt ihr sonst die Quelle Esoterik mal nehmen wieder, der hat das eh schon alles fertig, aber wie gesagt, hier gibt es natürlich auch noch Geheimnisse, die natürlich erkundet werden wollen, die noch nicht gelöst werden wollen und das hier einmal, wo auf dem Mond ist Archi, ja, das ist diese Woche einmal, das ist auch wieder da. Da muss ich dann aber noch mal selber gucken, das mache ich dann morgen, heute habe ich keine Lust mehr dazu. Ja, das mache ich dann. So, Stunde 0 und so, gucken wir jetzt mal eben kurz an. Achso, was auch noch wichtig ist, haha, das habe ich natürlich vergessen. Bei Ada One, ne, natürlich immer die Hauptbeutelzüge von dir mitnehmen, da gibt es nämlich dann Synthetikgewebeballen, insgesamt. Willkommen dann, wenn ihr es fertig habt. Also diese Beutelzüge immer mitnehmen, dann kriegt ihr Rüstungssynthesematerial, wenn ihr es freigeschaltet die habt mit dem Beutelzug, stopft es hier in den Weber rein und habt die Synthetikballen, damit könnt ihr Ornamente freischalten, auch gut für Eisenbanner, wenn ihr dann Ornamente braucht für Eisenbanner, weil ihr tragen müsst, um EP zu kriegen. Oder schneller EP oder höheren Boost. Da könnt ihr hier nämlich dann mit diesen Synthetikballen hier Ornamente freischalten, wo ein Schloss vor ist. Ja. Das ist wichtig, dass ihr es auch macht. Immer die Beutezüge von Ada One mitnehmen, immer im Hintergrund laufen lassen, kein Problem. So, hier haben wir einmal dann Zavala, Lord Shax und natürlich hier einmal Vagabund, die ihr am besten jeweils mit 8 Beutezügen bedienen solltet, weil da gibt es Glanzstaub garantiert und zwar pro Charakter 120 Glanzstaub. Auf jeden Fall machen. Ja, der Rest, die anderen sind hier so nicht so ganz so wichtig, aber das auf jeden Fall machen. Dann haben wir hier natürlich auch viele Sachen noch wieder zum Spielen. Wie gesagt, wenn ihr noch nicht Spitzen, also wenn ihr noch die Pinnacle Cap nicht erreicht habt, auf 1810, wie gesagt, noch nicht erreicht habt, braucht ihr halt ab 1800 braucht ihr halt Spitzenausrüstung bis 1810, ab da geht es noch mit dem Bonus weiter. Aber wie gesagt, wenn ihr noch nicht 1810 erreicht habt, müsst ihr natürlich Spitzenausrüstungsaktivitäten spielen. Da sind natürlich auch einige aktiv. Die sind genug aktiv eigentlich. Hier natürlich in der ETZ immer wieder könnt ihr laufen, wenn ihr Bock habt. Knoten Override Avalon, wenn ihr Bock habt. Ja, definitiv. Guckt euch das auf jeden Fall an. Dann Neptun haben wir auch noch wieder aktiv. Einige Sachen hier. Da haben wir natürlich die wöchentliche Mission. Diese Woche ist einmal keine Zeit mehr. Guckt euch die Modifiers an. Ihr könnt natürlich auch den Schwierigkeitsgrad natürlich höher stellen. Gibt es mehr Loot und es wird natürlich schwieriger. So, ein gutes Team zusammen. Guckt euch aber immer die Modifiers an. Wenn ihr da das nicht macht, habt ihr vielleicht eventuell Damage-Verlust. Sonst ist hier einmal unten die Wechselbegriffszone hier einmal. Ja, die ganze Woche. Dann hier Teilbereich Neustadt ist hier mal aktiv. Hier noch Zeit, Kopf über Zeitprüfung, hier muss ich auch nochmal hin, hier Schleiereindämmung spielen. Also ich habe noch einige Sachen zu tun. Und aktuell ist die Terminalüberladung bei ZS. Das Ding wandert jeden Tag um 19 Uhr. Heute ist es hier, morgen ist da, übermorgen ist hier unten. Wenn es hier unten ist, mit dem ganzen Verbund hier mit Wechselübergriffszone, könnt ihr natürlich dann hier alles schneller erledigen. Wenn ihr natürlich auch hier noch von Nimbus hier schon die ganzen Beutezüge mitnehmen, ne? Ist natürlich auch wichtig. So, bei der Vorhut ist natürlich diese Woche die doppelte Prämien aktiv und Vorhut-Punkte auch noch aktiv. Zusätzlich, wie gesagt, hier erhöhte Vorhut-Rangpunkte. Und doppelter Loot müsste auch hier irgendwo angezeigt sein. Das Nahen der Pyramiden ist gar nicht angezeigt, warum nicht? Muss aber eigentlich aktiv sein. Naja, es wird gar nicht angezeigt. Naja, diese Woche ist auf jeden Fall die Dämmerung. Legendäres 2 Ops Schlachtfeld, Kosmodrom. Was für eine Waffe drauf, weiß ich gerade nicht. Kann ich leider nicht sagen. Könnt ihr meinetwegen auch, wenn einer kann, in die Kommentare schreiben. Danke noch schon mal dafür. Dämmerung Spitzenreiter natürlich, dann gibt es die Waffe als Meister. Werk, nee, als Meisterwaffe, so heißt es glaube ich einfach nur. Ja, und sonst hier irgendwo müssen die Prämien doch irgendwo stehen.
aber ich fange an. Komisch. Naja, Hüte egal. Auch hier, wie gesagt, immer Beutezüge mitnehmen. Bei Gambit hat sich nichts geändert. Da auch hingehen, wie gesagt, und dann die Beutezüge mitnehmen und rein und fertig machen. Schmelzsiege diese Woche einmal. Rumble, Hardware-Vorherrschaft, neues Territorium, habe ich auch noch nicht gespielt. Gibt es 3 neue Maps, habe ich noch nicht gespielt, muss ich immer noch machen. Keine Zeit. Kompetente 4 einmal. Sparrow-Kontrolle haben wir hier einmal. Und Rift haben wir diese Woche aktiv. Natürlich auch hier wieder im Verbund mit den Beutezügen reingehen. Legenden haben wir diese Woche einmal folgende Sachen aktiv. Gläserne Kammer ist diese Woche im Zyklus drin. Da sind alle Herausforderungen aktiv, wenn ihr Bock habt. Dann Krotas Ende haben wir hier einmal gleiche Gefäße, einmal die Herausforderung aktiv. Hier einmal Operation Seraph Schild natürlich. Hier könnt ihr natürlich auch noch die Schwierigkeitsgrad auswählen und dann natürlich die Modifiers immer anschauen. Nicht vergessen, dass ihr die Modifiers immer anschaut. Ewigkeit haben wir hier auch einmal mit Mutproben der Ewigkeit natürlich dann vornehmlich auf Legende. Dann hier haben wir diese Woche einmal Runde 1 Char, Runde 2 Vex, Finalrunde Valos Tauk. Hier natürlich die Modifiers auch wieder anschauen. Und natürlich die Beutezüge natürlich bei, richtig, hier bei Sur auch noch mitnehmen. Ne? Gibt es nämlich auch noch Beutezüge, vergesse ich ganz gerne auch mal. Die träumende Stadt, was haben wir hier denn aktiv? Ich guck mal eben. Da haben wir den, der zerbrochene Thron ist diese Woche im Zyklus drin als Dungeon. Da gibt es einmal Spitzenausrüstung, wie gesagt. Ja, da könnt ihr natürlich auch noch Bock, wenn ihr Bock habt, reingehen. Ins Licht haben wir natürlich am meisten aktiv wieder. Aktiv. Also ja, das Wisp musste ich eigentlich noch spielen, habe ich nicht angefasst, weil das mir zu lange dauert, da rumzurennen. Das habe ich alles schon 1000 Mal gespielt in der Vergangenheit. Stunde 0 kenne ich eigentlich auch schon, habe ich auch schon 1000 Mal gespielt. Ja, muss ich mal gucken, ob ich reingehe. Aber ihr habt auf jeden Fall hier viel zu spielen, wenn ihr Bock habt. Ansturm-Playlist, Ansturm an sich, könnt ihr hier alles aussuchen. Hier, wie gesagt, bitte die Beutel mit den Modifiers anschauen. Pantheon haben wir natürlich auch noch hier. Die drei Sachen hier, Herrscher, Atrax, Erhabener Oryx und unbezwingbarer Rulk. Ja, da muss man natürlich die Quest-Fortschritt haben. Habe ich natürlich noch nicht, muss ich erstmal abholen. Ja, das ist auch wichtig, dass jetzt da mal alles angeht. Also es gibt guten Loot, definitiv. Es gibt guten Loot, den ich auch gebrauchen kann. Aber ja, leider keine Zeit. So, Tauchgänge ist aktiv hier auch noch, natürlich, wo ihr Ausrüstung kriegt, die ihr gebrauchen könnt. Widerstandsschlachtfelder. Legendäres Widerstandsschlachtfeld diese Woche einmal mit Orbitalgefängnis. Dann haben wir hier noch einmal Rivens Versteck, dann einmal die Windung, hier einmal Verflucht, wo man noch reingehen kann. Natürlich im Verbund mit Beutezügen alles machen. Also man hat eigentlich sehr, sehr, sehr viel zu tun, wenn man so will. Und ja, wo ist eigentlich der verlorene Sektor gerade? Ich sehe ihn gar nicht. Doch da, auf Europa. Okay, verlorener Sektor. Mal gucken, welcher das ist. Verderben ist ein guter Sektor, kann man reingehen. Wie gesagt, wenn ihr Exos farmen wollt, die droppen halt random, müsst ihr euch hier anpassen, was hier steht, welche Gegner ihr habt, geht da mal hin. Jeden Tag um 19 Uhr wandert dieser verlorene Sektor, euer legendärer verlorene Sektor, und dann könnt ihr halt immer gucken, wo er hingeht. Am einfachsten natürlich unten, wenn er hier, am einfachsten natürlich hier, wenn er hier zu Bunker E15 kommt. Ist eigentlich so am einfachsten. So, ja, dann fliege ich nochmal kurz in den Helm, dann in die Halle der Champions. Und dann hole ich noch ein paar Sachen ab, sonst vergesse ich das nämlich wieder. Ja, zudem gibt es natürlich auch viele Infos für die finale Form. Es gibt sehr, sehr viele Trailer für jeden Charakter, was die neu kriegen und so. Gibt es schon Kampf-Gameplays und so. Guckt mal bei Destiny 2 in den direkten YouTube-Channel nach. Also es gibt sehr, sehr viele neue Infos, sehr, sehr viele Trailer, weil die füttern gerade die Leute wieder an, ne? Darf man nicht vergessen. Ich bin Vorbesteller, viele haben ja abbestellt damals. Ich spiele das Spiel auf jeden Fall. Aber es wird auf jeden Fall ganz schönes Chaos, glaube ich. Also was da alles an Special-Sachen reinkommt und so, ist schon ein bisschen übel. Dann gibt es da natürlich noch einige Infos, was halt auch Beutezüge angeht. Früher hat man ja alle Beutezüge auf die hohe Kante gelegt und die dann eingelöst, sobald es dann halt das gestartet hat, das neue DLC. Das geht zum Teil nicht mehr. Also die Beutezüge von Zavala, Lord Shax und vom Banshee und Co., glaube ich. Ich gebe da nochmal ein richtiges Video wieder, weil jetzt weiß ich auch nicht 100% gerade. Verfallen. Also einige Beutezüge könnt ihr farmen und noch auf hohen Kante lassen, definitiv, aber einige Beutezüge braucht ihr nicht auf hohen Kante lassen, weil die sind weg, weil das System wird geändert zum Teil. Das ist auch nochmal dazu gesagt. Und jetzt kommen noch ganz viele andere Sachen, Infos raus. So, hier muss ich aber erstmal hier noch die beiden Tiefenblickwaffen mitnehmen hier. Wie ich halt irgendwann auch mal alle Baupläne von dieser Season habe. Das sollte man natürlich auch immer wieder machen hier. Sonst ist es vergeudet, sonst wäre es ja blöd, wenn ihr es nicht macht, sagen wir es mal so. Ich gucke jetzt nicht auf die Werte, die da sind, die lösche ich sowieso gleich wieder weg, die Waffen. Ich will nur die Baupläne haben und dann irgendwann schmiede ich mir die oder crafte ich mir die Waffen so, wie ich sie haben will mit den Perks, und da gucke ich jetzt auch nicht hin. So, dann war das auch schon mal, dann gehen wir mal kurz in die Halle der Champions. Ja, ich bin noch nicht so weit, wie ich es gerne hätte. Mir fehlt noch sehr viel. Was man hier auch holen sollte, ist definitiv den schwarzen Shader. Der soll ja sehr einmalig sein und soll nur diese Season zu holen sein. Wir haben noch bis zum 4. Juni Zeit, dann war's das, wie gesagt, dann kommt das neue DLC. Also noch 20 Tage habe ich Zeit, sonst war's das leider. Also muss ich mich auch noch ein bisschen sputen.
Ich habe Gott sei Dank nächste Woche ein bisschen Urlaub. Mal gucken, ob ich dafür Zeit finde, dann anständig ausgiebig zu spielen, damit ich hier nochmal Lord Shaxx leveln kann, hier in der Halle der Champions. Ich habe noch so viel offen. Ja, die ganzen Waffen muss ich auch noch freispielen hier. Also, ja, ich weiß nicht, ob ihr auch so Zeitprobleme habt wie ich, aber ja, ich habe noch so viel offen. Ich komme da nicht hinterher. Jetzt kommt noch hier Stunde Null Kram noch dazu. Mann, Mann, Mann. Naja, es ist halt ein zeitintensives Spiel, Destiny 2. Ne? Aber wird ja auch belohnt. Darf man nicht vergessen, man wird auch belohnt. Man kriegt hier gute Waffen mit guten Werten, die man vielleicht auch im neuen DLC dann gebrauchen kann. Wenn die Meta sich nicht komplett ändert, das weiß man noch nicht hundertprozentig. Aber werden wir dann sehen. So, hol ich jetzt die nächste Es Quest wieder ist ab an bei ihm der hier. Zeit zu kämpfen, So, da ist die Hüter. nächste Was Quest. brauchst du? So, dann natürlich immer die Beutzüge mitnehmen und so. Ich weiß gar nicht, wo hier der Shader droppt, wann der droppt. Es steht hier gar nicht. Ich bin noch nicht weit. Ich bin erst bei Rang 10. Ey, das ist sehr, sehr Ich blöd. Sagen weiß wir es mal deine so. Ansichten zu schätzen, Warlock. Lass uns bald wieder Ja, die mal Beutzüge reden. muss ich auch nochmal wieder angehen, damit ich halt Lord Shaxx ein bisschen besser level. Ja, da habe ich noch einiges zu tun. Ich muss mal irgendwas gucken. Ich weiß nämlich gerade nicht. Sieht man den Shader irgendwo? Unsere Arbeit Quest ist noch nicht hier. Nee, beendet, hier auch Hüter. nicht. Was kann ich tun? Ausrüstung. Ja, also auf jeden Fall soll man irgendwie. Ja, gut, den habe ich auch noch nicht. Der war ja damals Buggy in der ersten Woche. Da kann man auf Mit normal jedem abschließen. Hat Tag man den auch wird der gekriegt hier, das Schmelztiegel Abzeichen. Jetzt nicht gnadenloser. mehr. Das muss so sein. Ja, hier kriegt man Und natürlich auch noch ich überall Loot. sorge dafür. Der Flieger sieht vielleicht ganz interessant aus. Geheimnisse. Archie muss ich noch, wie gesagt, machen. Pantheon muss ich auch noch machen. Ja, viel zu tun noch. Mal gucken, wie ich das alles schaffe. Mal abwarten, weiß ich noch nicht. Ihr habt dann auch natürlich zu tun. Danke fürs Zusehen. Reingehauen, bis zum nächsten Mal und viel Spaß diese Woche beim Erspielen der ganzen Sachen. Man hat viel zu tun. Fangt jetzt mal mit Archie an, ne? So sieht es mir aus. Reingehauen, danke für den Support. Tschüss.